Ist das Kackviech jetzt aber oben gewesen? Wie, du kannst nicht... Warte mal. Ist das eine Erste Hilfe? Warte kurz. Ist das eine Erste Hilfe Kit? Nein, ist es nicht. Toll. Das hört sich so an, als ob das aus der Tür da rauskommt. Und ich weiß nicht, ob, inwieweit die Viecher über, auf Licht reagieren. Lass mich bitte in Ruhe. Sei nicht hier. Na toll, jetzt habe ich das richtige Übel. Boah! Laufe, 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 Mann! Jetzt lauf doch, Mann! Kann ich dich rauslocken? Oh, krieg dich wieder ein, Typ. Oh, Scheiße. Bist du noch hier? Okay, da kann ich wenigstens unten erstmal untersuchen. Es ist oben. Diese scheiß riesigen Viecher. Und natürlich wird der Zettel oben sein. Ich weiß doch jetzt schon. Hier ist nichts. Hier komme ich auch nicht in den Keller. Oder? Oh nein, ich will nicht zu dem riesen Vieh hoch. Warte mal, geht's hier noch in den Keller? Ich habe ja mit den Stiergranaten schlechte Erfahrungen gemacht, aber die sind halt nun mal am effektivsten, wenn es mich nicht sieht. Oder es ist wieder weg. Ich gehe mal vor, jetzt aber noch eins hoch. Vielleicht ist der Brief auch ganz oben und ich habe hier nicht so viel Gegner. Oh ja. Okay, gut, das ist bloß ein Wassertank. Hier haben wir Loot, was ich aber nicht nutzen kann, außer... Warte, warte, warte... Inventar. Hä? Was habe ich denn? Hä? Was habe ich denn für eine Waffe, wo ich plus 13 habe? Da steht immer noch 13. Von 21. Ach so, ja gut, ja, toll. Gut, Entschuldigung, ja, ja, ist mein Fehler, ist mein Fehler. Ich dachte, wenn ich geladen habe, dann kann ich gleich noch mal mehr mitnehmen. Briefchen. 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 Okay, das ist der Fette. Der ist, ja, der ist unten. Nein, doch nicht die Probelwaffe. Ich versuch's mal mit dem Molotov. Okay, vielleicht habe ich damit ja auch Glück. Der muss ja erstmal die Treppe hochkommen, theoretisch. Einmal darf er mich noch erwischen, das könnte ich überleben. Wo bist denn du überhaupt? Ich habe den Kackbrief immer noch nicht gefunden. Hä? Okay. SM. Oh, Mr. Briley, die Rohre, sie rufen nach mir. Sie erinnern sich sicher daran, dass ich mich letzten Monat aufmerksam über die Rohrleitung im Bad beklagt habe. Offensichtlich halten sie Gerasse, Geklapper und Geglucker für unbedenklich, denn sonst hätten sie sich bereits drum gekümmert. Mittlerweile sind da allerdings auch noch Stimmen. Ja, was nun, Mr. Bigley?
Kann sie das dazu bewegen, endlich ihren Schraubenschlüssel zur Hand zu nehmen? Falls ja, ist es jetzt schon zu spät. Ganz gleich, wie viel sie an den Schrauben herumdrehen. Das Angebot, das sie mir unterbreitet haben, steht. Und wie könnte ich ablehnen? Sie meinten, ich müsste nur zu ihnen nach unten kommen, und sie haben mir auch gezeigt, wie. So ganz gefällt mir die Sache zwar nicht, aber sie sagten, sie hätten das bereits viele Male so gemacht. Ich brauche lediglich ein scharfes Messer. Stück für Stück werde ich zu ihnen stoßen. Und wenn ich gänzlich von hier oben verschwunden bin, werde ich als Ganzes dort unten sein. In all meiner Pracht. Ich bin nervös, aber sie haben mir versichert, dass es funktionieren wird. Nein, ich habe keine andere Wahl. Wie sie versprachen mir, Unsterblichkeit, Ekstase und grenzenloses Wissen. Und das Beste daran, Mr. Bigley, die Rohre dort unten sollen keinen Mucks von sich geben. Sie haben es mir versichert. Das ist sehr schön. Ich würde aber erstmal hier gerne irgendwie lebendig rauskommen. Ganz ruhig. Hier ist die Haustür. Tschüss! Okay, den Brief haben wir. Der kann. Okay. Falsche Richtung. Auf zum nächsten. Oh Gott. Alter. Typ. Jetzt. Ich weiß immer noch nicht, ob es wirklich am Controller liegt. Eigentlich kann es nur daran liegen. Ich meine, bei anderen Spielen habe ich die Scheiße ja auch, aber das nervt halt voll. Und das nervt auch ein bisschen. Okay, hier kann ich hin. Vielleicht habe ich ja Glück und ich finde hier drüben ja noch einen Schnellreisepunkt. Dann können wir da wenigstens weg von. Aber das liegt gleich auf dem Weg. Und wir können hier, glaube ich, gleich drei Sachen. Doch, das müssen wir die Folge schaffen. Aber ich habe ja schon gesagt, es könnte wirklich so 5, 6 Folgen dauern, bis ich die ganzen Nebenmissionen erledigt habe. Das ist ja hier bloß ein kleiner Teil. Ach shit, ich hätte jetzt die anderen Sachen auch noch machen können und nicht bloß die Briefe jetzt. Warte mal, wenn mir das gerade einfällt. Wenn mir das gerade einfällt. Feldstudien, wo ist der hier? In Tyrant Heights, okay. Auf Karte setzen. Wall Street zwischen Burnham Street und Wall Street, war ich da nicht gerade eben? Wall Street? Zwischen Burnham Road? Was ist da mal passiert? Bourbon Road? Was ist zwischen Bourbon Road und Sam Red? Oder Sam Reed? Sam Reed? Was ist? Okay, Mann, das hätte ich mal echt eher machen sollen. Okay, dann machen wir das jetzt nochmal. Dann gehe ich hier eh eine Runde rum. Was mir das doch jetzt ja erst einfällt. Befallenes Gebiet, das ist schön. Ich finde es aber auch schön, dass wir EP für gefundene Gebiete finden. Außerdem können wir so schnell uns noch ein bisschen aufleveln, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das hier relativ egal ist. Weil wirklich viel einstecken können wir nicht. Und es wurde uns ja auch nicht umsonst gesagt, dass Weglaufen mal die bessere Variante ist. So, theoretisch müssten wir doch jetzt hier in der Straße sein, oder? Nee, noch nicht ganz. Was denn, was mache? Was muss ich denn überhaupt machen? Weil was war das gewesen? Das war eine Feldstudie, ne? Dr. Grant bat mich darum, mir ein Geschäft in der Wall Street zwischen dem Bourbon Road und Sam Red Street im westlichen Teil des Bezirks Red Heights zu sehen. Ein Plünderer brach dort ein und wurde von einem riesigen Weedle Beast überrascht. Ich soll herausfinden, wie diese Kreatur in das abgeschossen. Ah, okay. Ist ja nicht so, dass ich das nicht gestern erst schon gelesen hätte. Ja, Extrablatt. Okay. Ein abgeschlossenes Gebäude. Dann machen wir was anderes außer. Dann machen wir mal was anderes außer nur Briefe sammeln. Brief der Kultisten.
Neubekehrter. Die furchtbare Mutter segnete dich. Dein selbstloser Dienst ist ihr nicht entgangen. Du wirst die Gelegenheit erhalten, dem inneren Kreis beizutreten und unsere Mutter mit deinen eigenen Augen zu sehen. Unsere Brüder haben die leblosen Körper ihrer verstoßenen Kinder bei sich. Erweise dich der fruchtbaren Mutter als würdig und verhilf uns zu einem Ort, an dem die leblosen Körper versteckt werden können, auf dass sie für immer der Vergangenheit anheimfallen. Die fruchtbare Mutter wird dich dafür in ihre Arme schließen und großzügig beschenken. Das ist schön. War wahrscheinlich auch besser so. Burn, Motherfucker, burn! Diesmal so gut. Wie sieht man überhaupt nicht, Jock? Wie es ihn mal überhaupt nicht juckt. Wow. Okay. Aber ich habe halt kein Molotow-Cocktail mehr. Das ist scheiße. So, ich hatte hier aber noch irgendwas gehabt. Irgendwas konnte ich hier gerade nehmen. Blödes Kackviech, ey. Oh. Diese Säcke stinken mehr als ein Fass voll mit vergammeltem Fisch. Oder Fisk. Wie auch immer. Oh. Ja, hast du ja Fallschaden bekommen, wa? Dieser ekelhafte Schleim ist überall. Ich nehme eine Probe mit, damit Dr. Grant sie untersuchen kann. Okay, Schleimprobe, sehr schön. Ich kann nicht mehr tragen. Ach, Dude, dass du immer nicht mehr tragen kannst. Ich kann nicht mehr tragen. Jedes Mal aufs Neue. Aber ich sollte vielleicht auch nicht einfach so hier rumrennen. Ging es nicht noch weiter hoch? Ja. Wahrscheinlich habe ich nämlich Glück und hier kommt noch ein Kackviech. Ich kann nicht mehr tragen. Hallo? Ich kann ja nie mehr tragen. Meine Fresse. Aber ich bin ja noch nicht fertig, ne? Von und zu, es fehlt noch was. Und ich weiß, unten hat es geschwurbelt. Oder bin ich hier fertig? Nee, das hat er mir doch gesagt. Nee, ich bin noch nicht fertig. Unten hat es geschwurbelt. Ich kann nicht mehr tragen. Ach ja, du kannst ja eh nie was tragen. Wo ist denn eigentlich dein fetter Rucksack, den du sonst dabei hattest? So, warte, wir sind gleich fertig hier. Das kann ja nicht so lange dauern. Nicht mehr so viele überkrasse Hinweise haben wir jetzt hier auch nicht. Hier habe ich Geräusche gehabt. Oder ist hier wieder irgend so ein... Na... Das hatten wir aber schon. Der Schleim riecht sogar noch abscheulicher als ihre Körper. Hä? Ja, Mann, ich hör's doch, aber was willst denn du von mir? Wo denn? Jetzt habe ich die ganze Zeit über den Zeitriss, war das Wort, was mir gefehlt hat. So ein komischer Zeitriss, den ich nochmal abgehen muss. Damit ich das rekonstruieren kann, aber ich habe ja jetzt keine großartigen Hinweise gefunden. Hier oben ist es aber auch. Hä? Seht ihr was? Oder ist jetzt oben doch noch mehr und ich habe das bloß verpeilt. Dann gehen wir mal hoch. Ja.
Ich weiß nicht, was du von mir willst, Spiel. Ganz ehrlich. Oder habe ich es ab... Nee, abgeschlossen habe ich es nicht, ne? Hä? Oh, scheiße, falsche Richtung. Okay. Fruchtbare Mutter, okay. Ich habe eine Schleimprobe für Grant. Geschlossenes Geschäft ist aber immer noch... Also ich muss hier noch was finden. Die Frage ist nur, wo? Ich meine, ich sehe ja auch hier nichts weiter. Ich würde das schon gerne abschließen. Immer diese Sisyphus-Arbeit. Warte mal, ist das noch ein Brief, den ich nicht gelesen habe? Nee. Das hatte ich ja auch schon, aber hier konnte ich ja nichts. Diese Säcke stinken mehr als ein Fass voll mit vergammeltem Fisch. Oder... Fisk. Ja, ja, ganz lustig, immer. Ganz lustig, Typ. Hä? Ich meine, gut, ich könnte ihm die Schleppprobe bringen, aber ich weiß ja jetzt nicht, wie die hier reingekommen sind oder noch nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass ich hier irgendeine Wand wieder wegbasteln kann. Oh. Entschuldigung. Barmherzige Mutter, die furchtbare Mutter verschlingt das Fleisch des Fleischeschwachen. Die fruchtbare Mutter schenkt den Verschlungenen neues Leben, eine neue Geburt in mannigfaltiger Form. Die fruchtbare Mutter hat viele Kinder und ihre Familie wird immer größer. Die fruchtbare Mutter ist gütig, da sie es niemanden verwehrt, ihr Kind zu sein. Bösartige Kinder werden jedoch geläutert und müssen daraus im kalten Licht verdarben. Verwahre die Geheimnisse deiner Mutter sicher in deinem Herzen und sie wird es dir mit Ewigkeit danken. Das wird aber trotzdem noch nicht alles gewesen sein, oder? Oder ich muss den Hinweis noch finden, damit sich hier so ein Dings öffnet. Aha. Aha. Gott sei Dank. So. Schnell, bringt sie rein, bevor die Nachbarn uns bemerken. Sind das die Letzten? Ich habe getan, was ihr wolltet, oder? Wann beginnt meine Einweihung? Okay. Ich werde irgendwann nur durch Fallschaden sterben. Ich weiß ja jetzt schon. Okay. Okay, dann wollen wir mal sehen. Gut, dann sehen wir mal. So, wo waren das gewesen, wo die reingekommen sind? War das hier? Ich glaube, das war Schnell. Hier. Bringt sie rein, bevor die Nachbarn uns bemerken. Ich habe getan, was ihr wolltet, oder? Wann beginnt meine Einweihung? Ich werde echt durch Fallschaden sterben. Yay, das ist so. Das ist auch echt nervig. Mitglieder eines Kults ließen im Keller des Geschäfts Leichen verschwinden. Aus irgendeinem Grund verschmolzen diese dann zu einem riesigen Monster. Ah, im Prinzip war alles schon hier gewesen. Okay, cool, jo. Alle Hinweise gefunden, dann können wir uns jetzt weiter an die Briefe machen. Oder ich habe hier noch... Boah, diese Optik. Das war ganz cool, aber ich habe halt immer noch Probleme damit. So, Feldstudien, das haben wir. Mit ihm sprechen und Dings. Okay. Es fehlt uns aber noch ein anderer Ort. Wo ist der? Auch in Red Heights. So, Dr. Grant bat mich darum, mir ein unheimliches Restaurant in der Willow Lane... Okay, die Willow Lane zwischen Harold Street. Okay, Red Heights Ost, das ist hier drüben. Willow. Nee, das ist Walden. Red Heights Ost. Sandra Bullock Street. Ah, hier ist die Bullock Street, okay. Zwischen Harold Street. Die Harold Street ist hier und Bullock Street ist hier. Also theoretisch müsste... Ah, hier. Okay, wir hauen die Markierung mal hier hin. Heißt das, wir müssen erstmal darüber. Ja, halt. Und die Markierung wollte ich löschen.
Juli, jetzt haben wir erstmal noch einen etwas längeren Fußmarsch vor uns. Ich gehe mal die andere Seite lang. Ja, extra bla, das ist sehr schön. Aber immerhin werden wir da hoffentlich einen Schnellreisepunkt finden. Wie gesagt, da ich ja so oder so alle Nebenmissionen mitnehmen möchte, und ich weiß nicht, auf wen das glaube ich schon zum 50. Mal. Also, sorry dafür. Wird uns aber das, glaube ich, auch bei der Hauptmission oder bei kommenden Nebenmissionen sehr zugutekommen, wenn wir dann schnell reisen können. So. Oh, was problematisch werden könnte, ich habe hier kein Boot. Ich sehe zumindest keins. Oder das ploppt dann auf. Das könnte auch sein. Ich hatte hier doch noch eine andere Markierung gesetzt. Willst du mich gerade verarschen? Ich hatte einen Brief, welcher auch immer das jetzt war. Red Heads Ost. Bullock Street. Bullock Street hatten wir hier. Helek. Warum habe ich denn das hier hingesetzt? Ach so, das... Ach so, nee, Entschuldigung, da hatte ich schon die Markierung. Mein Fehler. Und durch das Gefahrengebiet will ich eigentlich gar nicht latschen. ich weiß, da gibt's Loot, aber ich kann ja sowieso nicht mehr großartig looten. Meine Waffen sind jetzt auch nicht gerade so geil bestückt. Molotov-Cocktails kann ich mir auch nicht machen, weil mir, glaube ich, Lappen fehlen. Die ich aber auch lieber eher für einen Verbandskasten haben würde wollen. Ja, das Beste vom Besten. Verarsch mich mal nicht. Ich hoffe, dass hier gleich irgendwie ein Boot kommt. Ansonsten bin ich ein bisschen am Arsch, weil rüberschwimmen ist anscheinend nicht. Oder der Mann kann irgendwie nicht schwimmen. Ich weiß nicht, ob das damals so war. Dass die nicht schwimmen konnten. Okay, da habe ich auf jeden Fall ein Boot. Muss ich... Oh, mir fehlt hier sogar noch was. Okay, warte. Dann hole ich das und dann nehme ich das Boot und dann fahren wir in den Osten rüber. Hört sich auch komisch an. Ja. Wisst ihr, der muss auch schon kotzen. Ah, ne, der hustet. Ich würde gerade sagen, der muss auch schon kotzen, weil es hier nur Fisch gibt, ey. Wenn die sich nur von Fisch ernähren. Weiß nicht, wäre mir ein bisschen sehr eintönig. Und ich, außerdem, ich esse ja kaum Fisch. So. Was ist denn das überhaupt? Okay, schrecklicher Fötus. Hört sich doch schon mal sehr lecker an. Da freue ich mich doch am meisten drauf. So, schrecklicher Fötus. Wo ist denn der unser Fötus? Fötus? Ach, hier. Seit ich diese Vision hatte, zucke ich zusammen, wenn ein Kind schreit. Es geschah in der Washington Street im westlichen Teil des Bezirks Red Heights, als ich gerade von der Alm Street in Richtung Oak Street unterwegs war. Ich sah ein Ding, das so schnell lief, dass ich nicht verstand, was es war. Es sprang von einem Fenster und dann hatte ich die Vision. Da war ein Arzt, der sich in einem Zimmer versteckte. Mit zittriger Hand schrieb er etwas nieder, vielleicht ein Testament. Und dann sah ich, wie dieses Ding auf ihn zukam. Ein Fötus mit dünnen Beinen und einem kleinen Gesicht voller Bosheit und Hass. Sein Gekreische werde ich nie vergessen. Ja, oh, da freue ich mich doch schon drauf. Hier haben wir auch die olle Bude. Pisst euch mal, ihr Ratten. Ich bin ja in der Hoffnung, dass das vielleicht die Kleinviecher bloß sind, wenn die von dem Fötus reden. Ich kann nicht mehr tragen. Habe ich vielleicht was, wo ich mehr... Okay, einen habe ich. Wo ich vielleicht mehr Zeug tragen kann. Okay, das ist effizientere Muni. Doppelt so viel Gegenstände. Ich muss erstmal mehr tragen können. Okay, hier war es nicht. Zusätzliche, ja, weiß nicht. Mit halbem Schaden, das auch nicht. Nahkampf, das ist auch schön, aber... Ich wüsste jetzt nicht, was ich sonst noch mehr machen sollte. Das ist ein bisschen... Ja, aber jetzt kann ich erstmal fertigen. Vielleicht kann ich dann endlich mal wieder ein bisschen mehr tragen. Ja, toll. Zählt anscheinend nur für eins. Nee, für hier auch. Hier habe ich 3 von 3. Ah, hier fehlt mir auch Stoff. Okay.
Wo waren jetzt der Loot? Hä? Wo waren jetzt der Lootschrank? Lootschrank? Hier bin ich rein. Uff. Ah. Nicht rumstocken. Alles gut, Spiel. Alles gut. Yay, ich kann wieder endlich was aufnehmen. Vielleicht muss ich dann wirklich auch endlich einfach mehr ballern. Ernsthaft, die Tür... Hä? Okay, die Tür geht nicht auf. Der etwas niederschrieb. Außerdem dachte ich, hier wären irgendwelche Viecher. Okay, dann gucken wir uns einfach hier unten mal um. Da müsste ich ja eigentlich das Gekritzel gleich finden. Da, 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 da. Nö. Hä, ich bin aber im richtigen Haus, oder? Ach so. Hä? Ach so, ja, gut, gut. Auch nice. Blair Witch Project geklaut. Okay, hier hat er nichts geschrieben. In den Duschen wahrscheinlich auch nicht. Hör auf zu stocken, Mann. Und ich finde es komisch, dass wir jetzt immer noch kein Monster hier hatten. Sonst sind die gleich angescheißert gekommen, aber jetzt? Das hat wirklich was von den Blair Witch House. Zumindest aus dem ersten Teil. Beim zweiten Teil, offiziell zweiten Teil, war das hier nicht wirklich vorhanden. Und bei der Neuauflage... Weiß gar nicht, hat man das Haus da gesehen? Okay, Sibi, Liebste, bitte verzeihe, falls meine Worte nur unleserliche Krakeleien sind. Der Schock durch das, was ich der schwangeren jungen Frau aus dem Leib gezogen habe, sitzt noch tief. Ihr sonderbares, kehliges Geschrei klingt noch immer in meinen Ohren und dieses von ihr ausgetragene Ding schleicht in der Nähe von meinem Versteck herum. Hätte es meine Assistentin nicht zuerst angegriffen, wäre ich jetzt sicher tot. Diese glitschige, zappelnde Abscheulichkeit, die dem Leib der Obdachlosen entschlüpfte, heftete sich mit einem schmatzenden Geräusch an den Hals meiner Assistentin. Hinter sich zog dieses Ding die Nabelschnur her und riss sie mitsamt der Plazenta aus dem Leib der armen Frau. Das Blut sprudelte nur so aus der Frau heraus und mein ganzer Kittel wurde rot. Fassungslos blickte ich in ihr hervorgetretenen Augen und konnte nur tatenlos dabei zusehen, wie sie sich von Krämpfen geschüttelt die Zunge abbiss. Im Affekt verkroch ich mich hinter einem Schrank im Operationssaal und jetzt kann ich hören, wie dieses entbundene, glitschige Ding mitsamt der Plazenta auf dem Boden herumschlurfte und näher kommt. Ich schreibe diese Zeilen auf meinen Mundschutz mit dem Stift, den du mir letztes Jahr in der Mensa geschenkt hast, als ob das jetzt auch wichtig wäre. Entschuldigung. Ich hoffe, ich kann ihn als Waffe gegen den missgestalteten Säugling verwenden. Aufrichtig St. Sebastian, ja, toll. Der Junge hat auch, ja, der hat echt alles erlebt. So, einmal Loot und ich kann natürlich wieder mal nicht mehr tragen, für was auch immer. Und unser Allsatz wird wieder Fallschaden. So, wie komme ich jetzt wieder hier raus? Wie kam ich denn wieder hier raus? Ich finde es halt sonderbar, dass hier echt kein Viech war. Kein einziges. So gut, das haben wir. Also kann das eigentlich weg. Ja, Entschuldigung. Oh, Licht, ey. So. Da wollen wir mal rüber gondeln. Okay, das war bisher, glaube ich, der mit Abstand der verstörendste Brief, den wir bisher hatten. Und aber auch zumindest der ekligste. Ja, bis zum Ende der Straße. Ich hoffe echt. Ich finde, ansonsten muss ich da so echt so lange rumlatschen, bis ich da irgendeine Telefonzelle finde. Oder sterben und Glück haben. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. So, immer weiter hier vorne und dann links. Oder? Jo. Oder? Ja, es ist eigentlich relativ egal. Ich guck mal, was hier noch so ist. So, eine Runde rum und go. Da sind wir doch schon. Passen Sie doch auf. Nee, ich habe keine Zeit mehr. Ich bin Privatdetektiv. Ich darf das. Und hau ab mit dem Extrablatt, als ob da irgendwas wirklich drin stehen würde. Ja. Guten Tag, der Frau und der Herr.
Ist nett hier. Ah. Oh, ich hatte... Oh. Okay, das ist zwar Advent Nord, aber das ist halt echt nah hier dran. War ich hier nicht schon mal? Irgendwie kommt mir das bekannt vor. So, na gut, dann lesen wir mal den Brief.